Warst du schon unten rechts bei dem Fishing-Spot? Gibt bestimmt bessere, umso weiter du aufdeckst. Warte mal, wo rechts unten meinst du? Achso, ja gut. Wir haben Post. Du meinst hier? Das ist der Fishing-Spot, wo der Angelwettbewerb war. Also das ist ganz am Anfang. Da ist der Goliath und so, dieser Riesenfisch. Das ist der Beste dabei. Das ist der Zweitbeste. Aber die hier, das sind alles die Anfänger-Spots. Der hier auch. Der ist auch noch ein Anfängerspot. Also wie gesagt, der ist der Beste dabei. Und der Zweitbeste. Für mich. Allein schon wegen dem Klugfisch. Da kriegst halt extrem viel. So, wie schaut's aus? Hier, Dünger. Da braucht man eigentlich fast gar nicht schauen, glaube ich. Ja, das ist fast immer voll. Hier, Dünger ist fertig. Sieben Stück nur. So, Dünger haben wir wieder genug. Holzkohle. Hartholz. So, und Motor. Dann haben wir alles für den Higgins. Zinnlegierung fehlt noch, genau. Die haben wir aber auch. Drei Stück waren das. Zack. Perfekt. Dann können wir zum Higgins dann gleich. Klugfisch, klug! Na, die wollen aber nicht wachsen, die Kleinen. Jetzt wird's aber Zeit hier. Ist schon 121%. Aber ich glaube, die Schafe wachsen nicht mehr weiter. 116 ist, glaube ich, Endstation. Und bei den Kühen dürfte es 121 sein. Vielleicht liegt das am Essen. Wie weit die noch wachsen können. So. Ja, essen gehen wir auch gleich. Oh, da ist schon fast alles leer gewesen. Gut. Ja, mein Pferd ist weg. Mein Pferd. So, Energiestein haben wir bekommen. Okay. Von der Handelsgilde. Ja, mein Pferd. Gleich mal wiederholen. Ohne Pferd geht nichts. Apropos Pferd. Ich könnte einen Stall bauen. Aber erst nach dem Baukran. Hier reden wir mit Emily. Oma hat frische Kürbiskuchen gebacken. Komm vorbei und kauf welche, wenn du Zeit hast. Siehst, ich könnte sie kaufen und dann Emily schenken.
So könnte man das machen. So, wie ist der Marktpreis? 100% ist auch okay. Das ist voll okay. Milch? Nein. Ist gut. Oh. Gut, Higgins. Ich hab deine Sachen. Oh, good, good. Now we can begin. I'll let you know my progress through the mail. Okidoki. Ah, nicht in die Schule. Ich wollte nicht in die Schule. Und schon mal hier sind. Red mal mit ihr. Ich glaube, dass man eh so ein bisschen rausfinden kann, was die Bewohner mögen, wenn man sich mit ihnen unterhält. Oh, hier ist eine Truhe. Aha, aha. Das ist interessant. Hier ganz versteckt, die Truhe. Schau mal, ob ich die krieg. Also nicht. Wieder eine Runde Assassin's Creed. Hüp. Ha! Perfekt. Blutstein. Kann man als Weibchen den Roboter heiraten? Du! Hier gibt's auch gleichgeschlechtliche Ehen. Also, wenn es möglich ist, dann wird es mir hier auch angezeigt. Aber du kommst auf Ideen hier. Wo ist er? Hier. Nein, geht nicht. Ist nur ein Stern. Aber hier sogar mit Mint. Der ist ja eigentlich nicht von hier. Kommt ja von der anderen Stadt. Nemesis. Oh, die haben hier sogar kleine Geschichten. Higgins stammt aus einer armen Familie aus den Außenbezirken Portias. Von klein auf lernte Higgins die Verbindung zwischen Geld und Status. Er schwor sich, so viel Geld wie möglich zu verdienen, damit seine Familie nie wieder arm sein müsse. Higgins wurde zu einem verrückten Arbeitstier auf der Mission, immer die Nummer 1 zu sein, koste es, was es wolle. Ja, ja. Was? Der hat echt ein gutes Gleichgewicht und alle drei Tiere sind Widersacher. Es dauert echt extrem lange. Es dauert wirklich extrem lang. Schau, du kannst ihnen so viele Sachen schenken und dann kannst du so rausfinden, was sie mögen und was nicht. Ach du Scheiße. Sogar die Brüder, die ganzen Brüder kann man heiraten. Sanwa, Wuwa, Liuwa. Hey, der Ox auch. Dr. Xu sogar. Sogar Dr. Xu.
Sonja. Da Kiva. Sogar der Gast. Ja, ja. Nur McDonald nicht. McDonald. Sogar Sam. Hey. Hey, hey. Ah gut, für Robson kommt ja sowieso nur Emily in Frage. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, Emily ist schon lieb. Oha, Ginger sind wir schon ziemlich weit. Ach du Scheiße. Wo ist Emily? Schau dir alle auch hier. Also nicht mal, ja gut. Nach Verbesserung der Beziehung können mehr persönliche Informationen erhalten werden. Okay. Hier, händigt manchmal Geschenke aus. Mit ihr bekannt ein mysteriöses Geschenk erhalten. Ehefrau. Ja. Hier, Gail kommt und gibt dir Gehälter. Heirate Pauli. Na. Ist sogar Antoine. Antoine geht. Ach du Scheiße, der hat vieles hier. Alter, nach Abschluss eines Auftrags 3% mehr Goals. Holy moly. Chance am Morgen zunächst Geschenke zu erhalten. Boah, die hat auch viel. Erhalte Hilfe bei der Hausarbeit und dem Sammeln von Ressourcen sowie die Chance am Morgen direkt Geschenke zu erhalten. Auf jeden Fall mal besser als Antoine hier. Was hat Emily nochmal? Emily hat fast gar nichts, oder? Hier erhalte Hilfe mit häuslicher Arbeit und dem Sammeln von Ressourcen. Außerdem auf Sophies Bauernhof 25% Rabatt. Ja, ja. Der bezahlt dich also mit jedem mit seiner Tochter. Guter Deal. Ja, ja, aber Ginger. Gail kommt und gibt dir Geld. Was war bei der May? Okay. Nicht viel. Petra. Okay, das ist auch so, so ein Standardding. Also es wird sich schon auszahlen, sich jemanden auszusuchen, der auch viel bringt. Ne? Aber das wäre ziemlich... Das ist ziemlich oberflächlich. Na, wir schauen noch. Wir schauen noch. Ich bin da recht offen. Nur nicht für Pauli. Konomi, nur nicht für Pauli. Oder allgemein, es sollte, also ich tendiere eher zu einer Frau, sag ich mal. Pauli, wo ist Pauli? Pauli? Du wolltest wissen, was Pauli hat. Wo ist Pauli? Ah, hier ist Pauli. Beziehungsweise, ja, kann man gar nicht heiraten, siehst. Vielleicht geht das auch gar nicht. Warte hier, Django. Liebster, oh ja, das geht. Aber Pauli will nicht heiraten, schau. Oder es gibt's nicht mal Liebster. Hast Pech, Konomi. Emily ist perfekt für dich. Ja, Emily finde ich eh nicht schlecht, aber Ginger ist auch nicht schlecht.
Also was jetzt eben die, man bekommt Geld, hallo. Also ich finde sie auch lieb, die Ginger. Emily ist auch lieb, May ist auch lieb. Ich schau noch. Das ist jetzt überhaupt nicht wichtig gerade, also. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt vorhatte. Weiß das jemand zufällig? Hab's schon wieder vergessen. Entweder Emily oder alte Jungfer, was? Haus bauen? Nein, Haus bauen wollte ich eigentlich nicht. Hier, das war wegen seinem... Ein Teetisch. Klingt toll, wenn ich sowas doch nur geschenkt bekommen würde. Ein Teetisch. Kann ich einen Teetisch bauen? Schauen wir mal, ob wir einen Teetisch bauen können. Und wir haben Montag, das heißt, es sollte auch wieder Aufträge geben. Staubwedel. Sonnenbrillen kann ich bauen, ja. Das kann ich. Hab zuerst Fetisch verstanden, statt Teetisch. Was? Spreche ich so undeutlich? Ja, kann schon sein. Sonnenbrille. Genau. Da können wir genug bauen. So. Ausrüstung. Können wir uns ja immer wieder bauen. Und ein Teetisch. Genau. Kein Problem. Obwohl, ja, oh ja. Ja, Teetisch. Das schenken wir ihm. Was für ein Fetisch würdest du ihm denn schenken, Kondomi? Das würde mich auch interessieren. So. Und da schleimt er sich wieder beim Bürgermeister ein. Ja, danke, kann's kaum erwarten, mein Zimmer damit zu dekorieren. Na bitte. Jetzt ist das Zeichen aber wieder weg. Warte mal. I hope Porsche can be more prosperous under my guidance and become the model city in Free Cities Alliance. Jetzt hat er sogar geblinzelt. Ich hab's gesehen. Wenn er spricht, blinzelt er. wir gehen hier hoch. Habe ich die alten Teile mit? Nein. Oh, das machen wir noch schnell. Ich glaube, ich kann die Werkbank ausbauen. Springpferd! Hatte keine Ausdauer mehr. Ba-b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 a
Der Gale zwinkert ihm zu. Na, 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 na. So. 10.000. Skandalös. Wie viel. Aber hier, was ist das? Intelligente Konsole. Was da alles gibt? Windrad. Weidenkorb. Riesiger Ballon. Wasserdichte Lampe, Kristallkronleuchte, Jumbo-Reifen, isolierter Pflanzkasten. Ein spezial angefertigter Pflanzkasten wird verwendet, damit Pflanzen unter sehr trockenen Bedingungen Wasser behalten. Aha. Auslage. Großes Rohr. Schaltpult. Kleine Bombe. Holzseile. Das meinte vorhin, wie hieß er, Variotus, der kurz im Chat war, vorhin. Aha, aha, Hüfttasche. Und hier, Schlagring, giftige Knöchel, na servus. Und hier, Fischeraxt. Baum aus, würde ich sagen. Sehr gut. Und das Haus verbessern. Nochmal Hartholzdiele und 20 Bronzebahn. Okay. Okay, okay, okay. Viria, da ist er ja. Da ist er noch sogar. Ich dachte, du wärst schon weg. Viriat, genau, 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 genau. Ich war knapp da daneben, oder? Habe ich Variat gesagt? Wieso sollte er dir sonst zuzwinkern? Aber vielleicht, weil er eine coole Socke ist, der Gale. So, Hartholzdiele brauchen wir sowieso. Nö, bin noch da. Zocke auch nebenbei. Ja, das ist sehr gut. Ist auch ein schönes Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu zocken. So, nochmal wieder ein bisschen Holz sammeln. Obwohl, was für Holz sammeln? Schauen wir gleich mal bei der Werkbank. Vielleicht können wir die Axt verbessern. Oh, die könnte ich schon bauen. Aha. Stahlrahmen, oh perfekt, das ist perfekt. Die brauche ich hier, Flaschenzug. Gut, Carbon-Stahlbahn brauchen wir. Und Schweißstäbe. Ah, die sind eher gerade am Machen. So. Und wieder Holzkohle. Schwuppdi-schwupp. Das war jetzt unerwartet. Gut. Das heißt, den einen Flaschenzug können wir eigentlich in die Box legen. So, fischen gehen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr.
Mach Lagerungen brauchst du für den Flaschenzug, glaube ich. Ja, eins nach dem anderen. Ich bin gerade ein bisschen. Ja. Das braucht man, glaube ich, auch. Kräutertee braucht man nicht. So. Wie sieht es eigentlich mit dem Schwert aus? Tierskelett braucht man noch zwei zusätzlich. Ich würde mir gerne die Waffe da bauen. Ich baue sie mir. So, hier meinst du die Lagerungen, genau. Müssen halt warten jetzt auf die Carbonstahlbahn und Schweißstäbe. Was braucht man für die Lagerungen? Zinnlegierung. Oh weh. Oh weh, oh weh. Gut, dann brechen wir das hier ab. Die Zinnlegierung. Machen wir mal wieder 10 Stück. Hast du jetzt eigentlich den Kochtopf? Ja, habe ich. Was sollen denn die Kommazahlen immer? Ja, das ist wegen den Skillpunkten. Ich habe 4 Skillpunkte in warte, ich zeig's dir am besten hier. Hier. Verringere die Materialkosten bei der Fertigung am Arbeitstisch um 20%. Und das klappt halt nicht. Nicht bei allen genau halt, weißt. Deswegen die Kommastellen bei manchen Items. Ah, ich habe übrigens einen Skillpunkt. Also bei 2,4 nimmt er 3, denke ich, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe das noch nicht wirklich getestet. Oder darauf geschaut. Hier das Eisenschwert. 0,8 Eisenschwert brauchen wir. Aber das mit dem Kochtopf, Robson, das haben wir, aber das müssen wir noch bauen. Und zwar das, du meinst wahrscheinlich das Kochset. Hier. Das hätten wir schon. Aber Baukran geht vor. Aber wo hier? Wir haben... Warte mal, wo konnte man Kugel bauen? Sag nicht im Ofen. Nein. Wo waren die Kugeln nochmal? Hier, Giftgeschosse. Bei der Schleifmaschine. Werkzeuge verbessern. Genau. Hä, warum? Ah, hier ist sie. Ja. Eisenspitzhacke. Ich habe nicht mal noch eine Eisenspitzhacke. Stimmt. Ich renne da ja noch mit dem vollalten Zeug rum. Na gut, die haben ja jetzt eh gerade zu. Ach, ist ja wurscht, wer... Schauen wir einfach morgen.
Dem können wir die Sonnenbrillen wahrscheinlich eh nicht bringen, weil er pennt. Aber ich glaube, ich werde zuerst den Baukran fertigstellen, bevor ich das Haus erweitere, weil ich weiß jetzt schon, wenn ich das Haus erweitere, werde ich wieder umstellen müssen und das braucht auch wieder Zeit. Und ich will die Zeit einfach nutzen, damit ich den Baukran fertig bekommen. Ich weiß gar nicht, ich schaue gleich mal, wie viel Zeit wir noch haben. So, wie viel Zeit haben wir? Noch für den Baukran. 18 Tage, ja gut, das ist. Da braucht man sich eigentlich nicht stressen. Na, der ist. Kann man leider nicht fällen. Kann man eigentlich in der Baumschule die Bäume fällen? Wäre komisch. Ja, denke ich mir. Ah, hier ein Pilz. Da haben wir uns auch noch nicht umgeschaut. Weapons Research. Aha. Eine Waffenforschung. Knöchel. Oh, die brauchen wir sogar. Das ist ja witzig. Gerade eine Truhe mit Knöchel drin. Die braucht man sogar für die Waffe. Die neue Waffe. Erst rettet er die Bäume und dann will er sie fällen. Ich habe ihn nur gefragt. So. Ich hatte es nicht vor. Aber einen hätte ich mir schon gesnackt, glaube ich. Alles cool, dass man immer wieder so Truhen findet in der offenen Welt. Kleine Verstecke. Zahlt sich immer aus. Bisschen rumzuschauen. Okay, aber hier gibt's nichts mehr. Hier, so viele Apfelbäume, kann man da wenigstens... Na, treten geht auch nicht. Man kann sie nicht mal treten, Robson.
Gleich kippt man um. So, schlafen. Ist ja auch eine Baumschule, sprich nicht dein Eigentum. Da hast du recht, ja. Kann ich nichts dagegen sagen. Oh, wir haben Post. Aber wir könnten auch mal wieder in die Ruinen gehen. Ein paar Datendisks oder so sammeln. Oder wir gehen in die Kläranlage. Das letzte Level. So viel zu tun. So viele Entscheidungen zu treffen. Respect others' property. Mach ich doch eh. Von Higgins. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Wow. Oh mein Gott, da habe ich ihm extrem viele Materialien gegeben und dann kommt sowas. Was für ein Sack. What? Hey Rivale, ich habe eine Kopie des Bauplans für dich angefertigt. Du kannst sie gern so oft verwenden, wie du nur möchtest. Und ich habe für dich auch noch, oder? Und ich habe für dich auch noch einen kleinen Bonus für all deine Mühe. Bin ich nicht ein großzügiger Kerl? Mach weiter so. Okay, er hat uns doch. Okay. Ich habe es nicht gelesen. Ich dachte, das wäre schon der Bauplan. Ich dachte schon. Okay. Na, immerhin. Aber was für ein Bauplan. Ich dachte schon. Na, hier ist nichts neu. Also, hier ist schon alles. Hier steht zwar neu, aber das war alles schon vorher da. Was ist denn das Neue gewesen? Die fortgeschrittene Textilmaschine, oder? Obwohl, na, das war's auch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was neu ist. Das war der Bauplan, ja klar. Du hast keinen bekommen, ja. Der Bauplan war, ja, also eh das, was mein erster Gedanke war, ja. Polizeianzeige. Morgen gibt's gleich eine Anzeige. Der Sack. Wo ist die Ziviltruppe, wenn man sie mal braucht? Na, weil ich dachte, weil da stand halt, er hat zum Bauplan noch etwas dazugelegt und deswegen dachte ich, das wäre eben das Dazugelegte zum Bauplan. Auch nett. Hab für dich auch noch einen kleinen Bonus für all deine Mühen. Ich dachte, das wäre der Bonus und nicht der Bauplan. Am Anfang dachte ich, das wäre der Bauplan, aber ja, ist ja wurscht. Cool wäre, wenn man das Bauen
und ihm vor die Hütte stellen könnte. Ich würde ihm einiges vor die Hütte stellen. Weißt du, was ich ihm vor die Hütte stellen würde? Hier, sowas. Sowas Schönes. Sowas würde ich ihm gern vor die Hütte stellen. Aber in Massen. Der Sack. Das waren aber viele Materialien. Das war nicht gerade wenig. Also das hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Dass die Entwickler so frech sind. Mit Higgins. Ja, genau, in einen Sackerl anzünden und dann klingeln. Vor die Tür stellen, anzünden und klingeln. Was? Naja, du hattest 4 Antwortmöglichkeiten und du hast die falsche genommen. 3 waren richtig. Hör auf! Du verarschst mich gerade, oder? Nee, du verarschst mich. Nee, du verarschst mich gerade. Du verarschst mich gerade. Na, das glaube ich dir nicht. Es gab Nein, auf keinen Fall, noch irgendwas und du hast gesagt, ja, ich helfe dir. Ach so, da, ach so, so meinst du es. Ich wollte das Kriegsbeil begraben. Aber anscheinend... Naja, gut. Sehr gut, wir können schon ein Lager umbauen. Was fehlt uns jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht. Wie sagte mal ein schlauer Indianer, grab den Klappstuhl aus. Von wo war das? War das nicht von irgendwo? War es nicht irgendwie ein von einem Film? Habe ich keine Eisenholz, die... Oh ja, haben wir mit. So eine Lagerung brauchen wir noch. Dann steht der Kran. Sehr schön. Dann noch einen Flaschenzug. Die hätten aber wenigstens so, weiß ich nicht, so eine 1 und 2 anhängen können oder sowas. Oder großer Flaschenzug oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie, ja, verwirrend mit dem Flaschenzug. Schuh des Manitou was. Genau. Ich wusste, ich kenn's von irgendwo her. So, die Knöchel haben wir. Giftzahn fehlt. Aber was ist besser? Ja, die giftigen Knöchel, die... Das wär's. Ein Giftzahn brauche ich. Von Beute. Ich weiß leider nicht von wem.
Wie man die bekommt. Ah gut, ist ja wurscht. Wir bringen jetzt erstmal die Sonnenbrillen vorbei. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich in die Kläranlage. Sieht man da ein Bild des anderen Flaschenzugs? Nein. Leider nicht. So. Zumindest ist mir keiner aufgefallen. Ein Kaffeetisch. 6 Kabel. Kann ich eigentlich schon Kabel bauen? Fledermausmasken. Dunkler Kaffeetisch, weiß ich nicht, ob ich bauen kann. Ah, da traue ich mich nicht ran. Kabel. Fledermausmasken, dunkler Kaffeetisch. Schauen wir mal, ob wir, ob wir irgendwas von dem... Idali! Rosa wieder. Idali! Den habe ich gar nicht gesehen. Hier kann man hier Kabel bauen. Irgendwo. Kabel, 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 Kabel. Kabel. Kann man. Dunkler Kaffeetisch kann man. Ja dann. Bauen wir direkt. So. So, dunkler Kaffeetisch können wir gleich mal abgeben. Zum Lee. Er will einen Kaffeetisch. Danke und möge Mutter Erde über dich wachen. Extra für Sakariva spiele ich mit. Willst du es ihm wieder versauen? Schon fies, der Konomi. Oh, nur noch 3 Tage. Oh, da stand 9 Tage. Skandalös, da stand wirklich 9 Tage. Warum 3 Tage? Ich meine, ja, der Auftrag hängt schon ein bisschen. Ein paar Tage hängt er schon dran, aber trotzdem. Die sollten das aktualisieren. Gut, jetzt müssen wir schnell Kabel bauen. Ja, Flaschenzug. Warte mal, wo war der Flaschenzug? Flaschenzug, Flaschenzug. Haben wir hier Flaschenzug? Ach du Scheiße, mittlerweile gibt es so viele Items. Ah, hier nix.
Können wir nur einen bauen? Oh mein Gott. Wir brauchen dringend Carbonstahlbahn. Aber da geht kaum was voran. Das darf nicht wahr sein. Level up. Hör mir auf mit Zinnlegierung. Hör auf, stopp. Wir brauchen Carbon. Ah, vielleicht nicht so viel, warte. Lass mal ihm auch noch ein paar. Boah, wie viel man davon braucht. Oh, Sakariba hat gewonnen. Und Fini. Und Konomi hat verkackt. Bin immer noch im Minus. Wegen dir. Eventuell nochmal Ofen bauen. Ja, das war ich auch am Überlegen, ob ich noch so einen zweiten Ofen bauen soll. Und die zwei kleinen würde ich dann eventuell ja, in Rente schicken. So, wir können einen Flaschenzug bauen. Und fertig ist das Ding. Ah, schön. Das ist schön. Ein schönes Gefühl. Dann nicht. So. Was ich aber noch machen wollte. Was ich noch machen wollte. Wir gehen jetzt in die Kläranlage. Das machen wir. Bin jetzt aber mal AFK-Film schauen. Alles klar, sagt Reba. Viel Spaß.